Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Tine, und heute schauen wir mal hier rein, was in den kommenden 72 Stunden für dich so bereithalten. Ich habe hier schon mal ein paar Karten springen lassen und mal reingefühlt und war gar nicht zu bremsen. Es geht immer noch um deine Träume. Es geht immer noch darum, ein Thema zu bearbeiten, was dich hier blockiert. Wir haben hier Energien von Skorpion. Skorpion ist Stirb- und Werdeprozess. Wir haben den Krebs. Der Krebs steht für Themen aus deiner Kindheit oder deinem Zuhause, etwas, was vielleicht auch mit deiner Herkunftsfamilie zu tun hat. Themen der Tradition, das war schon immer so gewesen. Das spiegelt sich auch hier in der zweiten Karte wieder. Da haben wir wieder die Tradition. Auch die Skorpionenergie zeigt sich hier ganz stark in einer Energie von Phönix. Die haben wir hier zwei, dreimal die Energie. Also es sind unglaubliche Veränderungen hier am Werk. Uranus ist ganz stark am Wirken. Du kannst ja mal gucken, in welchem Haus du Uranus gerade aktuell hast. Dann gibt dir das einen Aufschluss darüber, in welchem Bereich du vielleicht jetzt eine gewisse Veränderung wahrnimmst, eine plötzliche Veränderung. Und zwar kann das etwas sein, wo du dich von etwas befreist. Ja, wir haben hier Reinigung, Ballast werfen, die Phönixenergie, Transformation, eine Auferwachen, ein Auferstehen. Man hat hier quasi Bilanz gezogen, man hat hier einen Strich unter etwas gezogen. Hier ist etwas in der Veränderung, so wie die Jahreszeiten vom Sommer in den Herbst halt, ne? Und hier haben wir auch noch den Leprechaun, und der gibt Hinweis, dass es unter anderem auf deine Finanzen oder deine Werte sich auswirken könnte. Es kann auch sein, dass du finanzielle Hilfe bekommst. Irgendetwas verändert sich in deinen Werten, entweder deinem Selbstwert oder deinen Finanzen tatsächlich. Vielleicht musstest du bisher immer besonders sparsam sein und hast jetzt einen Geldsegen, ja, oder hast deinen Wert erkannt, wodurch sich in deiner beruflichen, finanziellen Situation etwas verändert. Hier haben wir Neptun-Energie, die nehme ich hier als Hauptenergie wahr. Da geht es um deine Träume. Ja, und auch um Transzendenz. Die Sanduhr deutet darauf hin, dass es jetzt gilt, wirklich dieses Zeitfenster, was wir jetzt gerade haben, zu nutzen, nicht an dir vorbeiziehen zu lassen. Ja, das Leben ist einfach zu kurz, um zu warten, und so sinnlos einfach dieses Warten. Hier wartet wirklich eine Überfülle auf dich: Genuss, Wohlstand, Glückseligkeit, Wunscherfüllung. Diese Energie hatten wir auch schon in den letzten Legungen. Es ist hier ein großes Potenzial, gerade im Energiefeld, auch wenn der eine oder andere das vielleicht gerade nicht aktuell in seinem Leben erfährt, aber das Potenzial ist da. Die Frage ist, ob du dich dem öffnest und dem hingibst. Oder ob du weiterhin an deinen Glaubensmustern, die du bisher gehabt hast, über dich und über Wohlstand festhältst. Mir mit der Krebsenergie haben wir die Madame Plissé, und die gibt immer einen Hinweis darauf, mit sich im Einklang und zufrieden sein, Genuss ohne Reue, ein positives Körpergefühl, Lebensfreude, Yoga und Meditation und Konsum von Süßigkeiten. Ich nehme ja aber auch so ein bisschen die Komfortzone wahr, ja? Und wir haben hier Pflege, Komfort und Schutz nämlich auf dieser Karte auch stehen. Vielleicht gilt es, das mal für dich in Frage zu stellen: Was tut dir denn noch gut? Ja, und auch dich so zu akzeptieren, wie du bist. Ja, vielleicht hast du wie die Dame hier eine kleine und eine große Brust oder ein bisschen Bäuchlein, ja, und verwehrst dir deswegen bestimmte Dinge, weil du ja ein Problem mit deiner Figur hast. Könnte ja sein. Du sagst: Ach nee, da traue ich mich dann nicht, ins Fitnessstudio zu gehen, dann gucken die alle, oder was auch immer, ja. Du vielleicht für Glaubensmuster mit dir rumschleppst, wo du jetzt in die Veränderung gehen kannst. Hier mit der Skorpionenergie, eine Reinigung und Erneuerung, was wir hier auch mit der Phönix bei dem Uranus schon haben. Hier haben wir wieder die Karte, die auf Werte spricht. Auch Krisen, Absagen und Ausstieg, schwerwiegende Entscheidungen könnten jetzt anstehen gerade. Überprüfung von Grundwerten, also auch deine Finanzen. Vielleicht erleben wir jetzt auch global gesehen eine Veränderung in den Werten, in der Aufteilung der Werte, ne? Wir sehen ja hier die Sterne, und die ja für Europa steht, und hier den Schirm von Amerika, der hier ins Wasser gefallen ist. Also es könnten sich auch hier einige Veränderungen zeigen. Aber Entscheidungen zieht sich hier schon durch. Hier haben wir die Entscheidung, hier haben wir die Entscheidung. Hier ist allerdings sowas wie die Sonne kommt wieder rein. Ja? Also eine Energie, eine positive Entwicklung, die hier reinkommt. Ja, nach dem Regen scheint immer wieder die Sonne. Das Unwetter, das klärt halt auch die Energien. Also wenn es jetzt mal ein bisschen stürmisch wird,
in deinem Leben, dann wisse, dass das eine Reinigung ist, ein Reinigungsprozess ist, der hier gerade stattfindet, dass wieder eine frische Energie in dein Leben kommt. Du brauchst ja also nicht zweifeln. Ja, und vielleicht hast du so manchmal das Gefühl, oh, ich fühle mich einsam, ich weiß nicht wohin, fühle mich nicht verstanden, ich weiß nicht, ja, einfach genau, alleine gelassen irgendwie. Und hier kommt aber der Baum der Liebe rein. Eine Liebe wächst auf die Liebe vertrauen, sesshaft werden, Familiengründung, Hochzeit, eine Romanze, Kitsch. Ich nehme das eher so als allgemeine Energie wahr. Ich würde mich jetzt nicht auf eines dieser Dinge hier festnageln. Es kommt hier Stabilität rein in deine Emotionen, in dein Leben. Hier soll etwas wachsen, hier soll etwas ins Wachstum kommen, hier soll etwas entstehen, was dir wirklich eine tiefe, tiefe Verwurzelung gibt. Ja, du wie der Baum, du bist einfach tief verwurzelt und kannst blühen, kannst wachsen, kannst dich entfalten und wirken halt, ja. Also das können ja ganz unterschiedliche Dinge sein. So, hier, die Konjunktion deutet darauf hin, dass das quasi alles zusammenkommt und zusammen verschmilzt und vielleicht auch zusammenkommt, was zusammengekommen soll. Die kleine Eule Cosi und die Heilerin der Herzen. Also wenn du eine Zeit hast, in der du vielleicht krank warst, in der du dich einsam gefühlt hast oder unverstanden oder deine Finanzen gekränkelt haben, irgendwas nicht so, also irgendwie einen Mangel du vielleicht auch erlebt hast, ja. Diese Zeit ist jetzt vorbei, die Heilerin der Herzen kommt zu dir und eröffnet dir eine neue Zeit, eine Zeit der Herzöffnung. Vielleicht magst du mal eine Meditation machen zum Thema Herzheilung, Herzöffnung, Aktivierung deines Herzchakras und Reinigung deines Herzchakras, wieder verbinden, wieder anbinden, ja. Könnte dir vielleicht da sehr hilfreich sein. Auch auf dein Herz hören ist ja angezeigt und die Selbstliebe lerne. Da kommen wir wieder zu der Madame Plessy, ne? Also, dass du wirklich deinen Wert und deine, ja, in erster Linie dich an erster Stelle stellst. Bei der Karte Tradition habe ich geklärt, da kam wie oben so unten, was hier sich auch wieder fortführt. Prinzip der Analogie, die äußeren Verhältnisse spiegeln sich in der Person oder der Situation und umgekehrt. Schon kleine Veränderungen wirken sich gravierend auf die Gesamtsituation aus. Also auch wenn du das Gefühl hast, hier ist irgendetwas festgefahren, ob das Glaubensmuster sind, ob das Abläufe sind, Strukturen sind, Systeme oder einfach etwas, wo du das Gefühl hast, hier ist etwas festgefahren. Na, da kommst du nicht einfach so raus. Weihnachten ist halt immer am 24., 25., 26. Dezember, je nachdem, welche Traditionen du lebst. Ja, das kommt ja auch mal darauf an, wo du herkommst. Du kannst hier auch in solche Dinge eine Veränderung reinbringen. Das ist halt, obliegt eigentlich nur deiner eigenen Einstellung, ja, wie du zu den Dingen stehst. So, das habe ich ja auch geklärt, denn diese Karte sagt im Grunde nichts anderes. Reflexion. Du bist der Spiegel, der im Grunde die Welt um dich herum spiegelt, also so innen wie außen. Ne? Das, was du, was in dir stattfindet, das spiegelt sich in deinem Leben um dich herum, sowas in der Richtung. Ja? Und da haben wir hier das Traumschloss. Vielleicht so ein Wunschdenken, so eine Traumtänzerei. Du hast da vielleicht eine Vision von etwas und bist hier blind vor Liebe und der unverbesserliche Optimist. Und hier haben wir jetzt aber die Karte Osterzauber. Die deutet darauf hin, dass man hier ein Erwachen erlebt. Ne? Ostern ist die Auferstehung, ganz ähnlich wie die Phönixenergie. Die Auferstehung, das Erwachen. Und was wird dir hier bewusst? Da haben wir den Schädel der Vergänglichkeit im Leben, im Hier und Jetzt, jeden Tag genießen und auskosten, keine Zeit verschwenden. Ja, nicht nur reden, sondern machen. Wenn du irgendeinen Traum hast, irgendeinen Wunsch hast, dann geh dem nach, mach das. Wir haben ja auch die Bewusstseinserweiterung und das Glück festhalten. Also wenn du etwas hast, was dich glücklich macht, dann halte daran fest, dann bleibe da hartnäckig. Sommerzauber, Lebensfreude, Leichtigkeit, Gemeinschaftssinn, Aktivitäten, Zweisamkeit, neue Bekanntschaften, Gewässer, gesunde Ernährung und Urlaubszeit. Also das Empfangen auch, ja, so wie sie mit den Armen weit breit geöffnet, bereit zu sein, das pure Glück und die Fülle, was es auch immer für dich bereithält, was du dir darunter vorstellst, zu empfangen. Empfangsbereit auch zu sein, ja, und nicht sich zu verschließen und zu denken, naja, der Kelch, der geht eh an mir immer vorbei. Das wird auch weiterhin so sein. Also diese Glaubensmuster, das war schon immer so, wird auch immer so bleiben. Das wird dich natürlich auch in dieser alten Energie festhalten. So, jetzt habe ich hier noch ein paar Zusatzklärungskarten. Geh durch deine Ängste, haben wir auch Neumond im Skorpion, wieder die Skorpionenergie. Geh durch deine Ängste. Was ist deine
Tiefste Angst. So, was ist deine tiefste Angst? Dass du eine Krise erfährst, dass du eine Absage erhältst oder dass hier etwas, die Entscheidung vielleicht die schlechte war, irgend sowas, dass du hinterher einsam bist, dass du hier nicht verstanden dich fühlst oder sonst was, dann erinnere dich, hier ist der Baum der Liebe. Also da kann gar nichts schief gehen, ja? Reinige und erneuere dich. Das Glück ist auf deiner Seite. Neumond im Schützen. Schütze ist der Optimist pur. Ne? Die Energie hatten wir ja auch gerade eben. Glaube an das Unmögliche. Das ist auch so die Energie, die Uranus mit reinbringt. Du hast hier Unterstützung. Ja? Hier zeigt sich das als kleinen Kobold, als eine Fee, Naturgeister. Wie auch immer, kann sich auch als ein Mensch zeigen in deinem Leben, ja, der sehr großzügig ist oder du bekommst irgendwie finanzielle Unterstützung von irgendwoher. Ich weiß es nicht, wie es sich zeigt, aber hier ist eine unterstützende Energie, die dir Support bringt. Also glaube daran. Der Blue Moon, der ist sehr selten. Das ist im Grunde ein zweiter Vollmond in einem Zyklus, wo normalerweise nur ein Vollmond ist. Wir hatten zuletzt einen Blue Moon im August 2023. Ja, also das sind so Türöffner, Tore quasi, die auch gewisse Wege bereiten, die vielleicht erstmal nicht ganz so einfach sind, aber schlussendlich, wie sagt man so schön, man lebt das Leben vorwärts, verstehen tut man es hinterher. Könnte man hinterher sagen, guck mal einer an, wenn das nicht gewesen wäre, wären andere Wege gar nicht möglich gewesen. Das Ziel ist fast erreicht, zunehmender Dreiviertelmond. Also du hast ja schon einen ganz, ganz harten Weg hinter dich gebracht. Schau mal, wie voll der Mond schon ist. Da ist wirklich nicht mehr viel, was fehlt. Du bist wirklich kurz vorm Ziel. Gib also nicht auf, bleib weiter dran. Und wir haben hier noch Neumond im Stier. Wohlstand ist in Sicht. Da geht es auch um deinen Selbstwert und um deinen Besitz und deine Werte. Ja? Hatten wir doch eben auch irgendwo hier bei Tradition oder irgendwo hatte ich es doch gesagt, wo es auch um Werte ging. Ne? Also, da ist wirklich, das ist wirklich eine sehr günstige Zeit. Wäre schade, wenn du die vertust und nicht nutzt. Ich habe mal Human Design Karten hier springen lassen. Da haben wir zweimal das Sakralchakra. Ja, das ist ja das, was in unserem Unterleib im Grunde sitzt. Und da geht es um deine Leidenschaft und deine. Ja, dem, ja, wie soll ich das sagen? Natürlich auch Sexualität, aber nicht Sexualität in Form von, wie du es jetzt vielleicht verstehst, sondern es geht hier um das Lusthaben auf etwas. Erlaube dir, lustvoll zu begehren, ja? Das ist so ein Antrieb auch, den du haben könntest. Im Sakralzentrum ist auch unser tiefstes Vertrauen, auch genauso wie hier im Wurzelchakra, also Wurzelzentrum. Wir haben im Sakralzentrum auch unsere Kreativität sitzen, auch unsere Freude und unser Spaß, ja, den Spaß am Leben zu haben. Hier die Lebensfreude, die Leichtigkeit, Gemeinschaftssinn, das ist alles da drinne verborgen. Gleichgesinnte verbinden sich, ne, dienen und führen haben wir hier. Wem möchtest du dienen? Wen kannst du unterstützen? Ja, für wen kannst du vielleicht hier in irgendeiner Weise die Heilerin der Herzen sein oder dich einbringen? Ja, wen kannst du vielleicht hier unterstützen mit einer Finanzspritze oder mit einer gewissen Großzügigkeit im Geben? Ja, sowas könnte hier auch angezeigt sein. So, und das Wurzelzentrum, das ist ja auch ein Antriebszentrum, also ein Druckzentrum im Human Design. Wir haben entweder Druck von unten, ja, das ist dann so ein Überlebensdruck, da geht es auch um. Ja, Timing und Urvertrauen, genauso ne, wie hier. Und so ein Sicherheitsgefühl. Also auch aus dem, so aus einem Überlebensimpuls heraus. Ne? Also man hat ja so einen Impuls heraus zu überleben und aus diesem Druck heraus trifft man vielleicht auch Entscheidungen im Leben. Auch Energiequelle kann das sein. Das kann eine Energiequelle sein. Also wenn du dich sehr erdest, ne, hier haben wir so im Grunde die Erdelemente hier mit drinne. Vielleicht hilft dir das auch, wenn du dich jetzt mehr mit der Natur verbindest, dass du mehr wieder in deine Ruhe kommst. Also, um mehr in deine Geborgenheit, in deine Sicherheit zu kommen. Ja, und wir haben ja auch einen Hinweis auf Geschwindigkeit. Überprüfe, in welchem Tempo du voranschreitest. Also, bist du zu langsam oder bist du vielleicht in manchen Dingen zu schnell? Wie schnell triffst du vielleicht auch Entscheidungen? Oder solltest du vielleicht noch mal eine Nacht drüber schlafen? Um dir gewisser Dinge bewusst zu werden. Reflektier da mal für dich, ja. Also hier steht noch, diene dem Leben und lass dich vom Leben führen. Erlaube dir, lustvoll zu begehren. Ja, was begehrst du denn lustvoll? Ja.
Okay, ich werde mal noch ein paar Karten dazu springen lassen. Schauen wir mal, was wir dazu noch wissen dürfen zu den kommenden 72 Stunden, dass du dieses Thema jetzt wirklich endgültig an ACTA legst. Also es ist jetzt, glaube ich, die dritte Legung, die ich zu diesem Thema mache. Es zieht sich wie Kaugummi. Irgendwie scheint es schwer zu sein, das Ding zu knacken. Aber du hast es fast durch. Ziel ist fast erreicht. Glaube an dich. Glaube an deinen Erfolg, was auch immer du hier erreichen möchtest. So, ein Hinweis für Montag, Dienstag und Mittwoch für die kommenden 72 Stunden. Das Rad des Schicksals. Na Gott sei Dank. Das ist die positive Wende, die hier mit Uranus auch schon angezeigt ist, ne? Das ist ein Glücksrad, was sich hier dreht. Und im Kartendeck verbirgt sich die 7 der Münzen. Das ist ein langsames Wachstum, ne? Das ist auch eine Situation, wo man die Dinge neu bewertet und selber entscheidet, in was möchte ich in Zukunft noch Energie reingeben, gedanklich, mit deinen Emotionen oder eben tatsächlich, oder in was möchte ich investieren, was soll sich in meinem Leben mehren? Und auch diese Frage hatten wir schon in der letzten Legung. Darunter der Narr. So, machen wir das heute mal. So, schauen wir mal. Na klar, mit dem Narr wird natürlich auch hier etwas in die Veränderung kommen. Der Tod zeigte sich auch schon in den letzten beiden Legungen, eine stark tiefe transformatorische Energie, die hier am Start ist, ne? Skorpionenergie ist das, was wir hier und da sehen. Also eine tiefe, tiefe Transformation, die gerade passiert, die aber hauptsächlich in uns selber drinne passiert. Natürlich wird es sich dann auch im Außen zeigen. Geht gar nicht anders, wie innen so außen, wie oben so unten. Kleine Veränderungen zeigen sich auch im Außen. Ich hätte gerne mal noch mehr gewusst über das Rad des Schicksals. Da haben wir die Eulen, die sprechen von klärenden Gesprächen. Vielleicht hast du eine Freundin, mit der du ein Gespräch führst, wo dir etwas klar wird, oder du hast einen Mentor, einen Coach, Therapeuten, ja, irgendwie vielleicht auch jemand, der einfach nur ganz viel Lebensweisheit schon hat, schon ein bisschen älter ist. Hier soll sich etwas klären. Was klärt sich denn hier mit der Eule, mit den Eulen? So, da haben wir die Sense und die Schlange. Also es geht um Verletzungen, die jetzt geheilt werden. Das sind tiefe Wunden. Wahrscheinlich hat das was mit deiner Urwunde zu tun, der du jetzt auf den Grund gehst, die du jetzt endgültig in die Heilung bringst, wo du jetzt auch mit der Sense einen Strich drunter ziehst, sagst, ja, jetzt hier ist Schluss, finito, Feierabend. So, und was kommt hier in den Neuanfang? Was kommt in den Neuanfang? Welche Botschaft hat der Narr für dich? Was wartet da auf dich? Da haben wir die Energie von Treue und Loyalität und Freundschaften. Passt natürlich wunderbar zum Vollmond im Wassermann. Da habe ich auch ein Video zu gemacht. Es könnte hier zu Veränderungen in deinem Umfeld kommen. Denn Wassermann entspricht ja dem 11. Haus. Und da geht es immer um Gleichgesinnte, Wahlverwandtschaft, Freunde und ja, aber auch Zukunftsvisionen könnten ja auch Thema sein. Ich hätte gerne mal noch mehr gewusst über den Hund auf dem Narren. Was geht es hier? Was deutet der Narr noch hin? Da zeigt sich nochmal das Kind, also ein Neuanfang. Ein Neuanfang oder eine Treue, eine Loyalität gegenüber einem Kind oder von einem Kind. Ich will es nicht ausschlagen, dass es nicht auch um ein Kind gehen kann. Könnte auch tatsächlich sein. Aber ich nehme es eher so wahr, dass du hier etwas Altes loslässt und dadurch hier in eine komplett neue Energie reinkommst. Freue ich mich ja sehr. Was dürfen wir noch wissen über die kommenden 72 Stunden? Kommenden 72 Stunden. Du bist wirklich so einen harten Weg gegangen. Du hast so unglaublich an dir gearbeitet. Sei stolz darauf, ja? Und sei jetzt aber auch bereit, die Ernte dafür einzufahren. Da haben wir die drei der Kelche. Es gibt Grund zum Feiern. Ja, wir sehen hier auch mit den drei der Kelche, nämlich immer ganz stark so eine Wassermann-Energie war. Also dieses Community, Gemeinschaft, Freundschaften. Man hat die gemeinsame Vision, man schaut in die gleiche Richtung. Hier zeigt sich der Wagen. Der Wagen wird ja im Tarot, also hat ja im Tarot die Bedeutung vom Krebs, ne? Also hier ist man halt auch im Einklang.
und in der Lebensfreude, so wie dir Madame Plessé. Vielleicht gibt es da eine Yoga-Gruppe, wo ihr so die gleiche Lebenseinstellung habt, ne? In irgendeiner Weise könnte das auf eine Community auch hinweisen oder einfach ein Umfeld, wo man sich einig ist, wo man jetzt sagt, ja, jetzt yes, so machen wir das. Hier zeigt sich unterm Kartendeck die Herrscherin. Sehr schön. Die Herrscherin spricht auch von dem positiven Körpergefühl. Sie ist eine mütterliche Energie. Sie ist die Königin aller Königinnen und steht auch für die Selbstfürsorge, aber auch für Projekte. Sie trägt sich schwanger mit einem Projekt, etwas, was vielleicht neu geboren werden soll, wo man dran arbeitet. Vielleicht arbeitest du in einer Gruppe an einem Projekt, etwas, was dann irgendwann später zu Gesicht kommt, ne? Was man später austrägt. Und wir haben hier die vier der Stäbe, was einen Hinweis auch auf einen Meilenstein gibt, ja? Also beide Karten sprechen von Feierlichkeit, von Anstoßen, von Meilenstein, von in die Leichtigkeit kommen, das Leben genießen, Gemeinschaftssinn, gemeinsame Aktivitäten, Freunde, Bekanntschaften. Vielleicht lernst du auch jemand Neues kennen, ne? Neue Freunde könnten das auch sein, die hier in dein Leben kommen. Schauen wir mal, was die Lennys uns noch dazu verraten. Worum geht's hier mit der Herrscherin? Da haben wir dich. Also du kommst hier maximals in deine Selbstfürsorge. Du tauchst jetzt hier als Herrscherin auf. Ja, du bist in deinem Selbstwert, in deiner Selbstliebe und du bist unglaublich gewachsen. Und das Thema des Wachstums hatten wir auch in der vorherigen Legung schon. Ne? Also dass du da vielleicht spirituell gewachsen bist oder dich persönlich weiterentwickelt hast. Sehr spannend. Was dürfen wir über die vier der Stäbe noch wissen? Wenn du nicht in der Energie sein solltest, kann das auch auf eine Dame hindeuten. Aber ich nehme das eher als deine Energie wahr, ja? Eine Person, die jetzt wirklich an ihren Lebenserfahrungen auch gewachsen ist, ja? Die sich nicht mehr aus der Ruhe bringen lässt. So, vier der Stäbe. Da haben wir hier die Mäuse. Die Mäuse ist ja etwas, was an einem knabbert. Aber darunter haben wir auch die Störche, die für die positive Veränderung steht. Und das im Zusammenhang mit der Öffentlichkeit. Also du kannst ja in irgendeiner Weise einen Erfolg einheimsen, eine Stabilität in einer Sache, die dir vielleicht in der Vergangenheit, wo in der Vergangenheit was im Mangel war oder wo du im Mangel warst. Und wo hier aber ein Frieden reinkommt, eine Lösung vielleicht auch oder eine Energie von Wachstum. Etwas kommt jetzt hier ins Wachstum oder entfaltet sich. Hier ist ein Brunnen, da sprudelt es nur so heraus. Vielleicht kommen dir jetzt auch, sprudelt es an Ideen. Was könnte das sein? Es könnte auch ein naturbelassener Ort sein, ein Park sein. Einfach ein Ort der Öffentlichkeit. Wir haben ja auch exotische Pflanzen und du siehst, die ist ja unter so einer Kuppe. Da ist man auch beschützt. Da kommt mir auch wieder so der Schutz rein. Und auch die Energie von Regeneration hatten wir ja auch. War das hier? Irgendwo hatten wir es doch. Reinigung und Erneuerung, ja. Und etwas erneuert sich hier. Das könnte auch mit deinem Zuhause zu tun haben, mit deinem Umfeld, mit deinem direkten Umfeld, dass da irgendwie frischer Wind reinkommt. Dürfen wir dazu noch etwas wissen? Worum geht es bei den vier der Stäbe? Kann man noch einen Impuls zu den vier der Stäben? Die Würfel sind gefallen. Ein Glück, eine Hoffnung auch. Vielleicht etwas, was du dir auch lange erhofft hast, könnte sich jetzt erfüllen. Okay. Ja, das sind wahrscheinlich dann verschiedene Sachen. Dann lassen wir das mal so stehen. Du wirst es ja dann sehen, du wirst es erfahren. Auf jeden Fall ist hier ganz viel Fruchtbarkeit und also falls du zum Beispiel schwanger werden solltest, sehen die Chancen gut aus. Könntest du Grund zum Anstoßen haben. In Bezug auf die Karten, die wir hier oben haben, denke ich, dass das dieser Meilenstein sein wird, dieses Bewusstsein, dieses Erwachen, dass dir das klar wird, dass du jetzt hier die Fäden in der Hand hast, dass du die Dinge auch nähren darfst und dass du die Entscheidungen triffst, mit wem du welchen Weg weitergehen möchtest und was du zurücklassen möchtest, was du loslässt. Und halt hier einfach in deiner persönlichen Entwicklung etwas massiv voranbringst. Was vielleicht auch mit einer Gruppe von Menschen oder Freundschaften zu tun haben könnte.
Okay, ich hätte gerne noch eine Information, vielleicht dann so zum Mittwoch. Welche Energien haben wir denn am Mittwoch? Die 8 der Stäbe. Das ist eine Energie von etwas passiert schnell, viele Dinge, die mit einmal passieren, auch die zusammenkommen, viele Dinge, die mit einmal zusammenkommen, ja, man sieht das ja richtig, aber auch eine Fortbewegung, eine Weiterentwicklung, auch klärende Gespräche, sie gehört auch zu den Kommunikationskarten. Wir hätten, wenn das hier noch Unklarheiten in manchen Dingen gibt, dann wird sich hier etwas klären. Ansonsten könnte das eben auch schon auf die Neuausrichtung hindeuten. Hier haben wir den Page der Münzen mit der Königin der Schwerter unterm Kartendeck. Eine neue berufliche oder finanzielle Möglichkeit zeigt sich hier auf, die von Langfristigkeit spricht. Ja? Also die Königin der Schwerter, die plant langfristig und die schaut sich auch an, was in der Vergangenheit vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Und findet in sich die Klarheit, wie man jetzt neue Wege gehen kann. Kann eine Person im Luftzeichen sein, mit der du es zu tun hast? Da hätten wir Wassermann, Waage oder Zwillinge. Oder es ist vielleicht ein Projekt oder etwas, was du lernst, was mit Kommunikation zu tun hat. Vielleicht gehst du da neue Wege oder lernst da etwas dazu. Ich hätte gerne mal noch mehr über den Page der Münzen gewusst. Oh, siehst du, eine Botschaft, eine Mitteilung. Ich hätte gerne noch mehr über diese Botschaft, diese Mitteilung gewusst. Eine positive auf jeden Fall. Eine positive Weiterentwicklung, eine positive Nachricht, die hier reinkommt. Wenn du also zum Beispiel auf eine Zusage gewartet hast, auf ein Stellenangebot oder sowas in der Richtung oder für eine Wohnung, könnte das hier darauf hindeuten, dass du hier eine positive Mitteilung diesbezüglich bekommst. Allenfalls in Bezug auf Finanzen, berufliche Situation, alles, was dir Stabilität betrifft oder eben auch was gesundheitlich. Die Münzenergie spricht ja auch von unserem Körper. Ne? Eine Klärung bitte für die Königin der Schwerter. Könnte auch eine unterstützende Energie sein. Eine Dame, die dir Anleitung gibt, die dir hilft. Und da haben wir den Anker. Der spricht von Beruf und Karriere und den Dingen, ja, an die du gebunden bist. Schau mal, darunter haben wir noch die Sonne, die Klarheit, die Leichtigkeit, hier die Lebensfreude, Gemeinschaftssinn. Also das sieht gut aus. Vielleicht auch neue Bekanntschaften, die hier reinkommen. Jemand, den du kennenlernst, vielleicht über eine, ja, über die Öffentlichkeit, die sich hier schon zeigt, könnte das sein, wenn das hier so eine fortwährende Entwicklung ist, dass sich da etwas positiv entwickelt, man positive Gespräche führt und vielleicht ignoriert, so wie kann das in Zukunft sein oder wie kann man hier zusammenkommen, wie kann man sich unterstützen. Du wirst ja auf jeden Fall geführt und gelenkt und bekommst ja auch Botschaften. Ja, also lasse dich führen, du wirst da nicht allein gelassen. Könnte eine männliche Person eine hilfreiche Unterstützung sein? Mit einer Lösung kommen. Ja? Spannend. Und die Lösung beinhaltet einen Ring. Ein Ring steht für Beziehung und für Vertrag und für Vertragsabschlüsse. Auch Abschlüsse. Etwas ist wieder rund. Entweder fühlst du dich wieder in dir ganz, in dir heil. Oder du hast hier wirklich eine gute Chance, eine neue Position zu bekommen, einen Vertrag abzuschließen, vielleicht bekommst du einen Wohnungsschlüssel, ja, also irgendwie, oder eine Lösung für ein Problem, damit du hiermit etwas abschließen kannst. Darunter haben wir den Bär, das könnte ein Ex-Partner sein oder jemand mit sehr viel Einfluss, Amt oder eine Behörde, eine Mutter, jemand, der vielleicht auch sehr viel Autorität ausstrahlt oder einfach schon lange in deinem Leben Einfluss gehabt hat oder vielleicht auch eine Thematik, die schon lange in deinem Leben einen Einfluss gehabt hat, womit du jetzt abschließen kannst. Ne? Das könnte auch so ein Thema sein, wo dann wirklich danach etwas ganz klar ist und du den absoluten Durchblick hast. So, wo packe ich denn das jetzt alles hin? Darunter haben wir übrigens noch die Fische, was für starke Finanzen deutet. Also kann auch mit den Finanzen noch im Zusammenhang stehen. Weiß schon nicht mehr, wo ich es hinlegen soll. Machen wir mal so. Juti, dann abschließend noch eine Orakelkarte für dich. Nehme ich heute die Kraft der Göttinnen. Die nehme ich auch übrigens sehr gerne in meinen Extended-Videos immer als Abschlussbotschaft. So, welche abschließende Botschaft darf dich denn jetzt noch erreichen?
die kommenden 72 Stunden. Was ist jetzt wichtig für dich? Die kommenden 72 Stunden, was ist hier wichtig für dich? Also wenn es hier um Finanzen geht und Wohlstand, schaue lieber, wie kannst du dienen, weil mir das hier wieder so reinkommt mit dem Dienen. Wie kannst du andere helfen? Weil Geld und Finanzen ist eigentlich nur ein Nebenprodukt, ist eigentlich nur ein Energieaustauschmittel. Ja? Das kommt von ganz alleine. Was ist die Botschaft, die dich jetzt noch unbedingt erreichen soll? Dankeschön. Die Isis, die Wiedergeburt. Ja, das ist die Phönix aus der Asche mit der 24. Zweite Haus und vierte Haus gibt uns wieder Hinweise auf Stier, ne? Werte, Besitz, Talente, Finanzen. Und dein Selbstwert natürlich auch. Und mit der 4 sind wir hier wieder im Hause des Krebses, ja, wo es um dein Wohlgefühl geht, um deine Ausrichtung. Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Und Themen der Tradition. Aber ich lese dir vor, dass du hier reinführen kannst. Und 4 und 2 macht 6, sind wir in der Jungfrau-Energie. Und die ist ja immer recht pragmatisch. Die sortiert auch aus und sagt, okay, was möchte ich aus der Vergangenheit mitnehmen? Also was sind die bleibenden Werte, Traditionen, Gewohnheiten, Glaubensmuster? Welche möchte ich mitnehmen und welche möchte ich jetzt einfach loslassen, weil sie mir nur im Weg stehen? Ja? So ein bisschen pragmatisch da an die Dinge rangehen. In den Legenden der Isis erscheint als wiederkehrendes Thema die Rettung, Auferstehung und Wiedergeburt der Seele und du bist jetzt aufgefordert, dich mit diesem Thema zu beschäftigen. Dies ist ein kraftvoller Moment, um manches von dem, was du verloren glaubtest, in einem Erneuerungsprozess zu neuem Leben erwachen zu sehen. Wie durch Magie sind Anteile deiner Selbst, die in alten Wunden und Geschichten begraben zu sein schienen, dazu bestimmt, in gesünderer, reiferer Form wieder aufzuerstehen. Wo du hoffnungslos warst, ist nun wieder Zuversicht. Wo du deinen Glauben verloren hattest, bist du jetzt sogar noch besser gerüstet. Wo Ungleichheit und Ungerechtigkeit herrschten, kannst du nun einen Ausweg sehen. Wo du dich verlassen wähntest, kannst du dich jetzt für dich entscheiden. Genau, du bist mit dir immer der beste Mensch, mit dem du Zeit verbringen kannst. Du bist nun bereit, dich dieser verschütteten Anteile deiner Selbst anzunehmen und sie in ein neues, kraftvolleres Selbst zu integrieren, das deiner Arbeit, deinen Beziehungen und deiner Kreativität zugutekommt. Nur Mut, lass die Anschuldigungen, übernimm die Verantwortung und erschaffe dann etwas Besseres. Du kannst es. Isis steht dir als eine mächtige Geburtshelferin zur Seite. Hier, die Herrscherin. Als mächtige Göttin der Wiedergeburt und Reinkarnation hat Isis eine Botschaft für dich. Du bist nicht zerbrochen, du bist nicht so sehr verwundet, dass keine Heilung möglich wäre und nicht alle Gelegenheiten dazu sind auf immer verloren. Dein Beharren darauf, dich über deine Verluste und die Geschichte deiner Verletzungen zu definieren, ist dir jetzt nicht dienlich. Deine Heilungsaufgabe lautet, die Dinge vollkommen zu akzeptieren, wie sie sind, dich für einen Weg zu entscheiden, um die Bruchstücke wieder zusammenzufügen, sterben zu lassen, was für dich nicht von Nutzen ist und dich auf das zu konzentrieren, was du jetzt tun kannst. Aus dieser Situation kann sehr viel Gutes entstehen, auch wenn du dich im Augenblick wie gelähmt fühlst. Isis wünscht nur das Beste für dich und als streitbare Verbündete stellt sie sich dir in den Weg, wenn du in die Irre gehst. Nimm also die Fäden wieder auf, erzähle eine neue Geschichte und finde wieder nach Hause. Du wirst erstaunt sein, wie gut sich die Dinge fügen, wenn du der Falle entkommst, die du dir mit den Geschichten, die du dir erzählst, selbst gestellt hast. Du besitzt den Schlüssel dazu, benutze ihn. Den Schlüssel, siehst du, da haben wir den wieder. Ja, ich wollte dazu noch was sagen. Wenn es ungesunde Situationen gibt, in die du vielleicht kommst, wo du das Gefühl hast, boah, das will ich alles nicht, dann fang nicht an, auf diese Diskussion einzusteigen mit den Menschen, die da vielleicht dran hängen, sondern dann dreh dich einfach um, sage einfach, ich brauche jetzt diese Zeit für mich, ich brauche jetzt diese Ruhe oder ich möchte das nicht, ich bin enttäuscht, kannst du ja auch sagen, ich bin enttäuscht und dann gehe. Ja, du musst mit niemandem in eine Diskussion gehen, du musst dich auch nicht rechtfertigen, wenn da solche Menschen in deinem Leben sind, ja, weil das deutet ja mit der Tradition auch auf Familie, auf
Menschen, die einem vielleicht auch sehr nah sind, ne? Mit der Krebsenergie könnte das ja auch darum gehen, dass man hier in der Familie sich durchsetzen muss, dass man wieder mit sich ins Reine kommt auch und vielleicht sich was Gutes tut. Also sich so ein gesunder Egoismus auch an den Tag legt, um wieder in seine Kraft zu kommen, ja. Das ist wichtig, dass du dich an erste Stelle stellst, weil ohne dich läuft es eben nicht, ganz einfach. Ne? Du bist halt der Mensch, der dafür verantwortlich ist, in die Erfüllung zu kommen. Wenn es hier um berufliche Themen geht und du noch nicht so richtig weißt, in welche Richtung das gehen soll, dann unterstütze ich dich sehr gerne mit einer Analyse. Schau gerne mal bei EloPage rein. Das ist der Link, den findest du unterhalb des Videos. Und da habe ich persönliche Legungen auch hin und wieder mal freigeschaltet. Vielleicht hast du dazu auch Interesse. Und da freue ich mich, wenn wir uns da wiedersehen. Ich danke dir für dein kostenfreies Abo, was du da gelassen hast. Das ist in jedem Fall kostenfrei. Und betätige hoffentlich auch gerne die Glocke. Dann wirst du immer informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Vielen lieben Dank für dein Like und dein liebes Kommentar und jegliche Art deiner Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Schau gerne auch in die Monatsreadings zu den einzelnen Sternzeichen rein. Da, die habe ich ja für August und für September bereits hochgeladen. Viel Spaß damit und ich freue mich von dir zu hören. Bye bye.